uns jeden Tag, stündlich, minütlich. Danke, dass du ein fürsorglicher Vater bist, dass du uns überaus und überreich gesegnet hast. Und ich bete, Herr, dass du unseren Verstand öffnest, unser Herz öffnest, dass wir sehen können, wie du über uns denkst, wie du es mit uns meinst, was du uns gegeben hast, und schenke, dass wir uns ausstrecken können, noch empfangen, nehmen und empfangen können aus deiner Fülle, Herr. Danke, Jesus. Amen. Gott ist gut. Halleluja. Und dieser gute Gott ist bestrebt, jeden Tag der ganzen Menschheit seine Güte zu zeigen. Von Anfang an der Schöpfung. Das wird auch so sein bis in die Ewigkeit. Und er möchte, dass du heute erfährst, dass du weißt, Gott liebt dich. Gott meint es gut mit dir. Durch und durch. Egal welche Situation du gerade durchmachst, egal wie dein Lebensverlauf aussieht, es mag sich vielleicht so anfühlen, als ob du Gott vergessen wärst, als ob du hoffnungslos und verzweifelt wärst, aber die Wahrheit bleibt bestehen, Gott, der dich geschaffen hat, er liebt dich, und zwar mehr, als du dir jemals vorstellen kannst. Dieser Gott möchte dir und mir jeden Tag begegnen und möchte uns erfahren lassen von seiner Güte. Und dann möchte ich heute Morgen ermutigen, dass du nicht verzweifeln sollst. Verzweifle nicht und gib die Hoffnung nicht auf. Gib die Liebe an das Leben für das Leben nicht auf. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Halleluja. Und diesen guten Plan hat er gewählt, dass er uns durch Jesus Christus entfalten und zeigen möchte. Jesus kam in die Welt und er starb am Kreuz. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er den Weg geöffnet, die Tür geöffnet, damit jeder Mensch in die Güte Gottes einsteigen kann, eintreten kann, dass jeder Mensch in die Liebe Gottes eintreten kann. Und das trifft auf dich zu und das trifft auf mich zu. Jesus ist der Weg. Er ist der Weg in das, wonach du dir sehnst. Er ist der Weg in ein gutes, ruhiges und gesegnetes Leben. Auch darum haben wir uns das Ziel zum Ziel verschrieben, dass wir dieses Jahr uns Zeit nehmen wollen, Sonntag um Sonntag, um das Wort Gottes zu studieren und das Testament Gottes zu studieren, um herauszufinden, was Jesus uns alles so gegeben hat durch seinen Tod und seine Auferstehung. Wir haben bisher schon einiges gesehen, auf das ich jetzt nicht zurückkommen möchte. Ich verweise da auf die Predigten auf YouTube. Aber zuletzt haben wir uns Römer Kapitel 14, Vers 17 näher angeschaut. Da sagt Paulus, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wir haben uns angeschaut, was es bedeutet, dass Gott uns Gerechtigkeit gibt in seinem Reich. Und letzten Sonntag haben wir gesehen, dass Jesus uns Frieden gegeben hat und Frieden geben kann, wenn wir uns auf ihn einlassen, wenn wir auch verstehen, wie er das gemeint hat. Also Friede im Reich Gottes. Was wir uns heute anschauen wollen, ist Freude. Das Reich Gottes ist Friede, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Meine Frage an dich vorab ist, wann hast du zuletzt Freude empfunden? Wann wurdest du zuletzt fröhlich? Für manch einen ist es vielleicht heute Morgen noch gewesen oder gerade vor einer Stunde. Für manch einen ist es vielleicht vor einem Tag, für andere vor einer Woche. Manch einer wird sagen, du, ich kann mich eigentlich nicht mehr erinnern, wann ich zuletzt aufrichtig, authentisch Freude empfunden habe. Und so geht es vielen Menschen in dieser Gesellschaft, dass Freude eine Sache ist, die schwer ist zu erfahren. Wir brauchen manchmal Anreize von außen, um ein bisschen Freude zu erfahren. Und was tun die Menschen nicht alles, um ein bisschen, einen Augenblick, einen fröhlichen Augenblick in ihrem Leben zu haben? Menschen tun verschiedene Sachen, auch Dinge, die man überhaupt nicht für möglich halten würde. Und ich möchte euch ein, zwei Videos zeigen, Brandon, was Menschen
alles an Initiative ergreifen, um ein bisschen freudiges Erlebnis in ihrem Herzen und ihrem Leben zu haben. Ich möchte euch wieder eine Lachübung aus dem Lachyoga zeigen, und zwar das Scheibenwischerlachen. Ihr haltet euren Arm vor das Gesicht, bewegt den Arm wie einen Scheibenwischer hin und her und lacht in dem Tempo, wie ihr euren Arm bewegt, so. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Das nächste Video. Das ist was ganz Einfaches, das machen wir jeden Tag. Ja? Jeden Tag mindestens ein paar Mal. Nur wir kommen nicht auf die Idee, dass wir dabei lachen können. Und zwar, wir begrüßen uns ja. Einmal mit Toni, ne? Toni, ja? Also, aber nicht, das hat er nachher geschenkt. Ja? Ich gehe jetzt einfach auf den Toni zu, ja? Schauen ein bisschen an. Das ist ein Lachseminar. Dafür muss man sehr viel Geld ausgeben. Vielleicht einmal die Woche oder einmal im Monat. Man muss hingehen und vielleicht eine halbe Stunde lernen, wie man lacht, wie man fröhlich ist. Und ich frage mich, was das bringt, ob diese Menschen zu Hause das auch umsetzen. Ich stelle mir das unheimlich vor, wenn ich zum Beispiel jemand im Büro sitze und so eine Scheibenwischer-Geste macht und da ho, 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 ho. Oder jemand steht auf seinem Arbeitsplatz und sagt, ja, das tun die Menschen. Der eine geht zum Lachseminar, der andere macht Lach-Yoga. Noch ein anderer wird vielleicht ein bisschen saufen, um einen Augenblick Freude zu haben, wird anfangen zu lallen, zu singen. Aber Fakt ist, das alles kann uns nur einen kleinen Augenblick Freude gewähren. Wir mühen uns ab, wir kämpfen, um einen Augenblick zu Freude zu haben. Der eine wird es vielleicht in Medienkonsum stürzen und hoffen, dort ein bisschen Freude zu haben. Das ist alles legitim, das kann man machen. Aber aus meiner Sicht ist es ein Zeichen von Verzweiflung. Was wir suchen und nicht wirklich finden können, das gibt Gott uns einfach so, umsonst, uns kostenlos. Und das sagt die Bibel hier in Römer 14, Vers 17, habe ich vorhin schon genannt, gezitiert. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Was du im Lachseminar suchst, was du im Alkohol suchst, was du in verschiedenen Dingen suchst, das ist im Reich Gottes. Und das gibt Gott uns durch seinen Heiligen Geist. Wenn du Mitglied von Gottes Reich wirst, dann sagt die Bibel, dass Freude unter anderem Freude dein Recht ist. Freude wird ein Geschenk, was Gott dir einfach so gibt. Man muss sich also vorstellen, dass diese Freude wie eine unversiegbare Quelle ist, die in dir entsteht, wenn der Heilige Geist kommt und Platz nimmt in deinem Herzen, wenn du Jesus angenommen hast. Halleluja. Du brauchst nicht mehr irgendwie glasweise Freude von außen zu trinken, dann wirst du wieder Durst haben. Sondern Gott gibt dir den Heiligen Geist und er ist eine unversiegbare Quelle. So dass Jesus sagen konnte in Johannes 7, wer an mich glaubt, Ströme lebendigen Wassers werden aus seinem Leib fließen bis in die Ewigkeit. Das heißt, ein Strom wird eingebaut in dich hinein.
eine Quelle wird eingebaut in dich hinein und diese Quelle ist permanent da. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und an dieser Stelle möchte ich meine eigene Erfahrung erzählen. Bevor ich zu Jesus fand, und das war am 3. April 1995, war ich ein zarter junger Mann. Mein Leben ging eigentlich gut. Ich hatte keine großen Probleme, keine großen Krise. Schule lief gut, Studium lief gut, gute Familienverhältnisse. Aber tief in mir war finster. Ich war ein melancholischer Bursche. Ich kannte nicht, was echte Freude ist. Um ein bisschen Freude zu haben, musste ich einen komischen Film gucken. Und ich mochte deswegen auch lustige Filme, weil das die einzigen Momente für mich war, ein bisschen zu lachen. Lachen war für mich eine Seltenheit. Wenn ich auch im Rahmen der Familie gelacht habe, war es ein Event. Alle haben gesagt, sogar Anton hat gelacht. Ich wusste nicht, also Freude war für mich ein Fremdwort. Aber am 3. April 1995, gegen 21 Uhr, haben mir zwei jungen Frauen, dass Jesus verkündet, dass Jesus Christus mich liebt, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, dass er meine Sünden vergeben möchte, dass ich durch Jesus, durch den Glauben an Jesus, ein Kind Gottes werden kann und werden darf. Und an dem Tag habe ich mein Herz geöffnet. Ich habe mich bekehrt. Ich habe Jesus mein Leben, mein Herz anvertraut. Ich habe ihn eingeladen, dass er kommt und dass er Platz nimmt, seinen Platz einnimmt in meinem Herzen. Und siehe da, ich war ein ganz anderer Mensch. Diese Melancholie ist von einem Augenblick zum anderen komplett verschwunden. Die innere Finsternis, die innere Traurigkeit, die innere ständige Trauer war wie weggewischt auf einmal. Und anstelle dessen hatte ich Freude und Frieden und ich fühlte mich innerlich gerecht vor meinem Schöpfer. Halleluja. Und das ist 27 Jahre her und das hat kein bisschen abgenommen. Die Freude des Herrn erfüllt mein Herz. Die Freude des Herrn ist seitdem meine Stärke. Und ich komme aus dem Singen nicht mehr raus. Das sind äußere Zeichen der Freude. Wer Freude hat, der lächelt. Wer Freude hat, der lacht. Wer Freude hat, der singt. Wer Freude hat, der tanzt. Halleluja. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Du musst verstehen, wenn du gläubig an Jesus Christus bist, ist die Quelle der Freude bereit in dir. Und Gott hat dir Freude als Geschenk gegeben. Mit guten Gründen. Denn es ist wichtig, dass wir Freude haben. Lass uns mal gucken, was die Bibel dazu sagt. In Sprüche 15, Vers 13 heißt es, ein fröhlicher Mensch strahlt über das ganze Gesicht. Aber einem Verbitterten fehlt jede Lebensfreude. Das war mein altes Leben. Ich hatte keine Lebensfreude, weil ich keine Freude in meinem Herzen hatte. Ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Wenn du keine Freude hast, bist du kraftlos. Und das kann dich am Ende sogar krank machen. Irgendwelche neurologische Krankheiten können dadurch entstehen. Das Herz kann kaputt gehen. Verschiedene Dinge können passieren. Ein fröhliches Herz macht den Körper gesund. Es ist mittlerweile wissenschaftlich belegt, dass Freude gut für den Körper ist. Dopamin ausschüttet, Glückshormone ausschüttet. Und das ist gut für deine körperliche Gesundheit, für deine geistige und seelische Gesundheit. Deswegen möchte Gott, dass wir fröhlich sind. Und übrigens, im Himmel herrscht nur Freude. Früher hatte ich eine komische Vorstellung des Himmels. Ich hatte die Vorstellung, dass der Himmel so ein ruhiger, stiller Ort ist. Ein steriler Ort, wo alles einfach nur still ist. Aber dann habe ich in der Bibel geforscht und gesehen, im Himmel ist immer laut, angenehm und bequem laut und fröhlich vor allem. Halleluja. Deswegen, wenn du Teil von Reich Gottes bist, musst du verstehen, dass du in ein Reich hineingekommen bist, wo Freude eine Realität ist, wo Freude dein Recht ist, wo Freude die Norm ist. Ha, Gott ist gut. Halleluja. Freude ist die Norm. Die Freude des Heiligen Geistes. Es ist eine übernatürliche Freude, die nicht von äußerlichen Reizen
abhängig ist, sondern tief in dir hinein ist. Nun ist es mal so, dass wir diese Freude, wenn wir Christen werden, nicht unbedingt immer automatisch erleben. Auch nach meiner Erfahrung vor 27 Jahren habe ich auch immer wieder Phasen, wo ich diese Freude nicht spüre. Und dann, wenn ich mich frage, was sind denn die Dinge, die verhindern, dass die Freude Gottes in mir sich entfalten kann, sich ausdrücken kann, dann fallen mir einige Dinge. Eine Sache ist, sind die Sorgen. Wenn wir uns Sorgen machen, dann betrübt das die Quelle der Freude, die in uns ist. Die Freude, Sorgen blockieren diese Quelle und verhindern, dass sie voll und ganz fließen kann. Eine weitere Sache, die die Quelle blockiert, ist Verbitterkeit oder Verbitterung oder Bitterkeit oder Unvergebenheit. Wenn wir in Streit leben mit jemandem, wenn wir in einem Konflikt sind und unversöhnt leben, dann wirst du merken, dass diese Freude betrübt ist, dass der Heilige Geist in dir betrübt ist und die Quelle schließt sich und kann nicht richtig fließen. Und du sitzt da und wunderst dich, warum bin ich so traurig? Warum hab ich keine Freude? Ja, Bitterkeit ist schlimm für dich selbst, schlimmer als für die Person, gegen die du bitter bist. Wenn du nicht vergibst, dann schadest du dir selber mehr als die Person, der du nicht vergeben möchtest. Und Vergebung macht Unvergebenheit macht dich am Ende krank, körperlich und psychisch und seelisch und mental. Eine andere Sache, die diese Quelle der Freude betrüben und blockieren kann, ist, ich habe schon Sorgen genannt, ich habe auch genannt, wenn wir nicht vergeben. Eine andere Sache ist, wenn wir Gott ungehorsam sind, wenn wir Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Denn der Geist Gottes, wenn er in dir wohnt, er ist ein heiliger Geist und er ist sehr empfindlich für Ungerechtigkeit, sehr empfindlich für Sünde. Darum sagt Paulus, den Geist betrübt nicht. Wenn du sündigst, dann betrübst du den Heiligen Geist. Wenn du um Vergebung, Gott um Vergebung bittest, dann freut er sich wieder. Er ist ein Geist, der sich entfaltet und sich freut, da wo Heiligung und Heiligkeit ist. Halleluja. Amen. Und Gott möchte, dass wir Freude haben. Und er gibt uns ein paar Tipps, wie wir diese Freude aktivieren können. Ich wollte zuerst sagen, Schlüssel zur Freude. Gott, das fiel mir ein. Denk, die Freude ist schon in dir, wenn du an Jesus glaubst. Was du brauchst, ist, diese Freude zu aktivieren. Und Paulus schreibt dazu im 1. Thessalonicher Kapitel 5 und ab Vers 16 sagt, freut euch zu jeder Zeit. Wer hat das schon gelesen? Wer hat schon mal gelesen? Freut dich alle Zeit. Wer mag das auch? Gut, man ist immer am Lächeln, ja, das stimmt, ja. Er lacht immer wenn ich sehe. Wahrscheinlich auch im Schlaf, wahrscheinlich auch im Albtraum. Freut euch immer, sagt die Bibel. Kann Gott uns etwas sagen, was wir nicht tun können? Ist das so? Ist das möglich, dass er uns etwas sagt, was uns unmöglich ist umzusetzen? Nein. Die Bibel sagt, die Gebote des Herrn sind nicht so schwer. Freut dich zu jeder Zeit. Das bedeutet, dass Freude am Ende eine Entscheidung ist. Etwas ist, worauf wir Einfluss haben. Sonst würde Gott nicht sagen, dass wir es tun sollen. Wenn Gott sagen würde, gib mir dieses Glas, kannst du nicht sagen, ich kann dir das Glas nicht geben. Es sagt dir, weil er weiß, dass du deine Hand bewegen kannst, dass du dich bewegst, dass du das Glas greifen kannst und ihm auch geben kannst. Also sagt er hier, freut euch zu jeder Zeit. Amen. Entscheide dich für Freude. Entscheide dich zu freuen. Warum? Weil die Quelle der Freude in dir ist. Und oft erwarten wir, dass Freude von außen kommt. Dass wir Gründe, die von außen kommen, dass wir Gründe haben, um uns zu freuen. Dass wir vielleicht, keine Ahnung, dass uns irgendwas Gutes passiert. Aber die Freude ist immer da. Und Paulus sagt, deshalb freut euch zu jeder Zeit. In guten Zeiten freu dich, in schlechten Zeiten freue dich. Und ich sage dir, eine der Dinge, die Satan sehr gerne bei Menschen generell und bei Christen insbesondere angreift, ist ihre Freude. Er
tut alles, um deine Freude zu stehlen, deine Freude zu betrüben. Amen. Deswegen wundere dich nicht, dass immer wieder komische Sachen in deinem Leben passieren, die dich verletzen, die dich betrüben. Aber du kannst dich entscheiden, trotz alledem fröhlich zu bleiben. Und die nächsten Verse geben uns auch Aufschluss darauf, wie wir es schaffen können, diese Freude zu aktivieren und die Quelle am Fließen zu halten. Er sagt im Vers 17, bete ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Wenn du Sorgen hast, haben wir auch schon letzte Woche gesagt, mit Blick auf Friede, wenn du Sorgen hast, diese werden sie Sorgen deine Freude betrüben, die Quelle betrüben. Wenn du nicht betest, dann wird das auch so bleiben. Das wird ein Dauerzustand werden. Aber wenn du betest, dann wirst du merken, dass Gott deine Last nimmt, dass du diese Last auf Gott wirfst. Und dann bist du erleichtert. Amen. Betet ohne Unterlass. Damit ist auch gesagt, dass wir die Gegenwart Gottes suchen sollen. In seiner Gegenwart, sagt David im Psalm 16, Vers 11, an deiner Rechten ist Freude für immer. An der Rechten des Herrn ist Freude. In seiner Gegenwart ist Freude. Wenn du in seine Gegenwart gehst, um ihn anzubeten und ihn deine Anliegen bekannt zu machen, dann wirst du dort in seine Gegenwart Freude nehmen. Er nimmt deine Last und gibt dir im Gegenzug seine Freude. Halleluja. Betet ohne Unterlass. Dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Danksagung, Dankbarkeit aktiviert ebenfalls diese Quelle der Freude, die in uns ist. Dank alle Zeit für alles. Was heißt alles? Alles heißt alles. Er sagt nicht Dank für die guten Sachen. Er sagt nicht Dank für die Dinge, die ihr versteht. Dank für alles. Warum? Weil Gott alles zum Wohl seiner Kinder wirken lässt. Auch die Dinge, die scheinbar negativ sind. Gott lässt es zu unserem Wohl wirken. Dankbarkeit ist total wichtig. Wenn du diese Quelle aktivieren möchtest und dauerhaft und permanent Freude haben möchtest, dann kultiviere Dankbarkeit. Wenn du ins Internet gehst, diese Gurus, die Yoga-Gurus, die bringen das den Menschen bei. Das sind biblische Prinzipien, die wir vernachlässigen. Ja? Die bringen den Menschen bei, dass sie dankbar sein sollen. Man kann auch ein Dankbarkeitstagebuch führen, dass man sagt, schreibe jeden Tag 5 Sachen, wofür du dankbar bist. Und sage Gott, Herr, danke. Danke, dass ich heute aufgewacht bin. Danke, dass du mir einen neuen Tag gibst. Danke, dass ich einen Kaffee trinken darf. Danke, dass ich mein Auto fahren darf. Danke überhaupt, dass ich ein Auto habe. Ihr kommt gerade aus Afrika. Wie viele Menschen dort träumen von einem Auto und wissen, dass sie ihr ganzes Leben lang kein einziges Auto haben werden? Das ist für uns selbstverständlich, aber das ist eine Sache, wofür man danken kann. Danke, dass du Freunde hast. Danke, dass du eine Arbeit hast. Danke, dass du jeden Tag essen kannst. Es gibt immer Gründe, warum man danken kann. Amen. Dank für alles. Wenn du diese Einstellung, diese Haltung der Dankbarkeit und der Danksagung entwickelst, dann wirst du merken, dass der Freudepegel immer mehr, immer zunehmen wird in deinem Herzen, in deinem Leben. Er sagt, das ist der Wille Gottes für euch in Christus, dass wir für alles danken. Löscht den Geist nicht aus. Das bedeutet, der Heilige Geist ist in uns, wenn du gläubig bist, und er hat auch einen Willen. Er führt dich im Alltag, sagt, mach dies, mach jenes nicht. Und wenn du nach seinem Willen lebst, dann wirst du merken, dass er diese Quelle der Freude auch aktivieren wird. Es heißt ja schließlich, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das heißt, wenn du den Heiligen Geist betrübst, dann hast du die Quelle der Freude betrübt. Und der Heilige Geist freut sich, entfaltet seine Freude, wenn wir Gott fürchten, wenn wir gehorsam sind, wenn wir Gott anbeten, wenn wir Liebe zeigen, unsere Mitmenschen lieben, gute Werke tun, ja, die Liebe Gottes auch praktisch und pragmatisch zeigen.
wenn wir Treue zeigen. Das freut den Heiligen Geist. Und du wirst merken, wie dieser Geist sich auch in dir entfalten wird. Verachtet prophetisches Reden nicht. Prüft alles und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Ja, wenn du das Böse im Alltag in jeder Gestalt meidest, wirst du merken, dass der Geist Gottes in dir sich entfalten wird. Wenn du aber im Bösen involviert bist und hier lügst und da über Leute negativ redest und da beneidest und da eifersüchtig bist und so weiter, das mag der Heilige Geist nicht. Er ist heilig. Und dann ist er betrübt und die Quelle geht zu, schrumpft und schrumpft und schrumpft und irgendwann spürst du nichts mehr. Das Böse meidet in jeder Gestalt. Halleluja. Die nächste Möglichkeit, wie wir diese Quelle aktivieren können, ist, voll des Heiligen Geistes zu sein. In Apostelgeschichte 13, Vers 52 lesen wir, die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Beide stehen in einem engen Zusammenhang. Freude und Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es würde vielleicht zu weit führen, hier nochmal ausführlich darzustellen, was man tun kann, um erfüllt mit dem Heiligen Geist zu sein. Das heißt, es geht darum, dass du ständig auf einer Welle mit dem Heiligen Geist bleibst, dass du ständig in der Gegenwart Gottes bist, dass du diese Verbindung mit Gott im Alltag auch behältst, in einer Haltung von Anbetung und von Lobpreis bleibst und dann natürlich von Gehorsam. Das sind Dinge, die uns erfüllen mit dem Heiligen Geist. Du musst dich immer nicht mehr erinnern, diese Freude kommt vom Heiligen Geist. Das heißt, je mehr er dein Wesen erfüllt, umso mehr erfüllt deine Freude dein Wesen ebenfalls. Halleluja. Dann heißt es außerdem im Psalm 19, Vers 9, die Weisungen des Herrn sind zuverlässig und erfreuen das Herz. Die Befehle des Herrn sind klar, Einsicht gewinnt, wer auf sie achtet. Was erfreut das Herz außerdem hier? Das Wort Gottes. Wenn du im Wort forschst, wirst du viele Verheißungen finden, viele gute Dinge. Du wirst Gott kennenlernen, seine Herrlichkeit, seine Güte, seine Treue, seine Allmacht und so weiter. Und das wird dein Herz trösten und stärken. Du wirst die Schönheit Gottes betrachten in seinen Werken, in dem, was er tut, wie er wirkt, wie er ist. Und das erfüllt dein Herz mit Freude. Amen. Also das Wort des Herrn ist zuverlässig und erfreut das Herz. Auch darum heißt es an anderer Stelle, wir sollen das Wort Gottes in unserem Herzen bewahren. Denn es bringt unter anderem Freude. Und Jesus will, dass du Freude hast. Jesus will, dass jeder Christ, alle Kinder Gottes und generell alle Menschen Freude haben. Warum? Weil er selbst die Freude selbst ist. Und sein Reich ist ein Reich der Freude. Und er möchte, dass wir Teil dieser Freude sind. In Johannes 16, Vers 20 sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen. Und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Welch eine Verheißung. Jesus weiß, wie die Welt, wie das Leben hier auf der Erde läuft. Er sagt voraus, als er noch auf der Erde war, sagte er voraus, ich werde zu meinem Vater gehen, ich werde euch hier zurücklassen und dies werdet ihr erfahren. Ihr werdet wehklagen, ihr werdet weinen. Wann hast du zuletzt geweint? Wann hast du zuletzt wehgeklagt? Wann? Vielleicht letzte Nacht? Vielleicht hast du dein Kopfkissen letzte Nacht mit Tränen genässt, vielleicht auf dem Weg zum Gottesdienst heute, vielleicht ist es noch nicht gewesen zuletzt, vielleicht kommt es morgen oder heute Nachmittag. Aber Fakt ist, früher oder später sind wir mit Situationen konfrontiert, die unsere Herzen betrüben und traurig machen, wo wir anfangen zu klagen, oh Gott, warum? Oh mein Gott, warum, warum? Und wir fangen an zu weinen. Und dann schaust du vielleicht deinen Nachbarn an, der hat solche Probleme nicht. Ihm scheint es gut zu gehen. Ja, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen. Und ihr werdet trauern. Doch eure Traurigkeit werde ich in Freude
verwandeln. Halleluja. Das ist die Verheißung Jesu. Falls du trauerst, falls du weinst, falls du wehklagst, falls du mit Schwierigkeiten konfrontiert bist und du findest keinen Grund, keine Zeit für Freude, Jesus verspricht dir, ich werde deine Traurigkeit in Freude verwandeln. Für Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Wir dienen einem allmächtigen Gott. Wir dienen einem guten Gott. Er ist ein fürsorglicher Vater. Und welcher Vater freut sich, wenn seine Kinder dauerhaft trauern? Und Gott ist ein vollkommener Vater. Unser Vater, der im Himmel, der ist vollkommen. Und er hat die Macht, deine Situation in eine freudige Situation zu verwandeln. Manchmal sind wir traurig und es gibt keinen objektiven Grund. Alles scheint in Ordnung zu sein, aber du bist einfach traurig. Manchmal ist es ein Angriff des Feindes. Es gibt den Geist der Unterdrückung, den Geist der Depression. Du sitzt zu Hause und du fühlst so einen Druck auf deine Brust, einen Druck auf deinen Kopf. Du bist einfach nur traurig. Man kann sagen, es ist Winter Blues, aber es ist manchmal auch im Sommer so bei manchen von uns. Du bist einfach nur traurig, ohne Grund. Jesus kann dich da rausholen. Rufe ihn an. Rufe Jesus an. Sag, Herr, du hast versprochen, dass du meine Traurigkeit in Freude verwandeln willst und verwandeln kannst. Komm und hilf mir. Amen. Außerdem sagt er ein paar Verse später, bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Schau. Jesus sagt, ich möchte, dass deine Freude völlig wird, das volle Maß der Freude. Manche von uns, die Quelle ist nur noch so viel drin. Jesus sagt, wenn du betest, wenn du deine Sorgen zu mir bringst, werde ich deine Gebete erhören, ich werde dich segnen und ich werde peu à peu dafür sorgen, dass deine Freude immer mehr wird, immer mehr wird, immer mehr wird, immer mehr wird. Soll ich weiter? Nein? Weiter? Nein? Genau, eigentlich will er uns den Überfluss geben. Aber manche sagen, nee, das reicht, genau. Schütteln und dann nochmal reinkippen. Er sagt, bittet in seinem Namen. Muss ein bisschen raustrinken. Er sagt, bittet in meinem Namen. Und ich werde auf dein Gebet eingehen und deine Freude wird völlig sein. Das volle Maß, sogar überfließen. Damit verheißt er uns auch, dass er unsere Gebete erhören wird. Damit ermutigt er uns zu beten. Trage die Last nicht. Lass die Last nicht bei dir, sondern bringe sie zu Jesus und bittet und lass sie auch bei Jesus. Dann wird er dir anstelle der Last seine Freude geben in vollem Maße. Amen. Das ist der Wille Gottes für dich. Es mag sein, dass du gläubig bist oder seitdem du dich bekehrt hast, dass du nicht so die Erfahrung machst mit Freude. Und du hast auch keine Freude am Glauben. Das liegt nicht an Gott. Gott seinerseits hat dir schon gegeben. Er hat dich schon beschenkt mit Freude. Diese Quelle ist in dir. Du brauchst sie nur zu aktivieren. Und du wirst sehen, dass du im Alltag auch Freude haben kannst. Und Freude ist auch wichtig, wenn Menschen durch uns zum Glauben kommen sollen. Ich meine, wer möchte schon sich an dem Glauben anschließen, wo Menschen immer so unterwegs sind? Ich auch nicht. Ich hatte genug Traurigkeit vor meiner Bekehrung. Amen. Und gerade deshalb habe ich mich auch bekehrt. Die zwei Frauen, die mir das Evangelium verkündet haben, ich stand da, sie liefen an mir vorbei und lachten mit ihrer ganzen Kraft. Und ich dachte mir, wieso kann ein Mensch so fröhlich sein? Dann habe ich sie gefragt, habt ihr einen lustigen Film geguckt? Dann haben sie noch lauter gelacht. Ich sage, Mensch, das ist ja interessant, dass man so fröhlich sein kann. Und dann wollte ich sie kennenlernen, um herauszufinden, warum sie so fröhlich sein können. Und dort hat es mich erwischt. Ich wurde angesteckt. Amen. Also wenn du fröhlich bist,
dann macht es auch den Glauben attraktiv für Außenstehende. Aber viele von uns gucken immer so grimmig. So grimmig, dass die Haut sich auch angepasst hat. Das sind mehrere Schichten von Falten an der Stirn. Das ist keine gute Publicity für den Glauben. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wir sind Botschafter vom Reich Gottes. Das heißt, wir sind dazu berufen, diese Werte auch nach außen zu zeigen. Diese Realität des Reiches nach außen zu zeigen, von innen heraus. Gerechtigkeit in mir, Friede in mir, Freude in mir, sichtbar nach außen. Sichtbar für Außenstehende. Amen. Dann werden sie nicht mehr zum Lachseminar gehen, so ein affiges Ding tun, sondern sie werden in die Gemeinde kommen. Sie werden sagen, ich will auch das, was du hast, und dich an deinem Kleid festhalten. Wie machst du das? So wie ich das damals gemacht habe. Wie macht ihr das, dass ihr so viel Freude haben könnt? Man konnte sehen, dass diese zwei Frauen authentisch fröhlich waren. Wirklich, das war so, sie haben so gestrahlt, etwas ausgestrahlt. Und das wollte ich auch haben. Jesus möchte dich in die Welt entsenden, dass du ein Botschafter, eine Botschafterin Gottes Reiches bist. Dass du diese drei Realitäten und Werte des Reiches Gottes nach außen bringst. Menschen lechzen danach, Menschen haben Durst danach, Menschen haben Hunger danach, nach Gerechtigkeit, nach Frieden und nach Freude. Und du hast die Quelle in dir. Halleluja. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir, Herr. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du auferstanden bist und dass du die Pforte des Himmels und Gottes Reiches für uns weit aufgemacht hast. Dass du uns eingeladen hast zu kommen und die Reichtümer deines Reiches mit dir zu teilen, Herr. Und dazu gehören Gerechtigkeit, Friede und Freude. Herr, wir beten, dass du uns segnest und hilfst, dass wir diese Freude auch erleben können, tatsächlich erleben können im Alltag. Hilf uns, diese Quelle zu aktivieren, Herr. Heile unsere Herzen, Jesus. Heile unseren Körper, Jesus. Durch die Freude, die der Heilige Geist allein schenkt. Trainiere uns im Alltag, Herr, dass wir in deine Freude permanent wandeln können. Hilf uns, dass wir unsere Freude nicht stehlen lassen, durch Menschen, durch Umstände oder durch Satan, sondern dass wir fest daran halten, Herr, und dass sie weiter zunimmt. Danke, Jesus. Amen.